Wie richtig duschen bei Hitze, kalt oder warm? An heißen Tagen sehnt man sich oftmals nach einer kühlen Dusche zur Erfrischung. Doch ist Kaltduschen überhaupt richtig, wenn es so warm ist? Wir klären sie auf. Es ist richtig, dass kalte Duschen das Immunsystem stärken. Nachhaltige Abkühlung im Sommer bringt die kalte Dusche jedoch nicht mit sich. Laut dem Sportwissenschaftler Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln wirkt die Erfrischung nur kurz, da der Körper die Temperatur anschließend wieder erhöht. Die kalte Dusche führt zwar zunächst zu einer Senkung der Körpertemperatur, danach gerät man aber ins Schwitzen, da sich Blutgefäße und Schweißporen zusammenziehen. Dies führt dazu, dass der Körper mehr Energie aufwendet, um seine Kerntemperatur wiederherzustellen, wodurch man noch stärker schwitzt. Außerdem können kalte Duschen bei Hitze belastend für den Kreislauf sein. Experten empfehlen daher, zunächst lauwarm zu duschen und dann schrittweise das Wasser etwas kälter zu stellen, um eine Gegenreaktion des Körpers zu verhindern.